Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Staffel 6 und wir machen weiter mit einem kleinen Let's Show. Ich habe ja letzte Folge schon angekündigt, dass ich ein bisschen zeige, was ich alles in Nordwind getan hat, wo ihr nicht dabei wart und was ich eben offscreen gebaut habe. Unter anderem habe ich auch ein bisschen die Farm optimiert, aber das sehen wir gleich. Wir sind hier aktuell im Stadtteil Heide und ich habe letzte Folge schon erzählt, dass ich vom Rathaus Nebengebäude, Rathaus Nebengebäude noch gut die Kurve bekommen, vom Gericht das Dach fertiggestellt habe. Das werde ich euch gleich von unten zeigen und auch einmal von oben. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesem Haus hier oben. Ich habe hier unten auf jeden Fall eine Mauer gebaut, eine Stallmauer, so wie ihr seht. Ne? Also es liegt ja unten quasi im Tal und hier sind unter anderem drei kleine Häuschen entstanden und die gehören alle mit zur Heidestraße. Fangen wir mal hier, nee, vier sogar, oder? Vier, genau. Fangen wir mal hier vorne an. Hier ist auch gerade keiner drin. Also die Wohnungen sind ausgestattet mit einem Ofen, mit so einem Arbeitertisch. Dann ein Bonsai hat er hier zum Beispiel drin stehen. Im Bettchen, eine Truhe. Ist hier noch was drin? Nee. Und ein Bildchen, klein und fein, eine kleine Arbeiterwohnung, kann man ja auch, guck mal, hier ist einer drin, hat eine große Truhe, Werkbank, Ofen, ein Bild von starken Rittern und Kämpfern, genau, und ein Bettchen natürlich, ne? Und hier hinten ist eine Naturbibliothek zum grünen Daumen. Kennt sich alle Botaniker und der Herr ist ja immer, der tut ja immer auf den Tisch klettern, ich muss ihn immer ein bisschen runterschubsen, dass der hier mir nicht stirbt, weil ich habe immer die Angst, dass der irgendwann mal hier oben in die Decke backt und das schaut ja auch so ein bisschen komisch aus, nicht wahr? So, hier kann man sich belesen. Da gibt es noch so ein hier ist eine geheime. Da muss ich auch das mal hier oben aufbekommen. So. Genau. Das kann ich auch gleich mal ein bisschen offen lassen. Ich mache das eben nur zu, wenn man hier oben drüber gehen kann. Ne? Das spart man auf jeden Fall Raum. War eine ganz clevere Idee von mir in dem Sinne. Und wir wohnen etwas größer von mir. Ist ja auch etwas größer aufgebaut hier. Und hat dann einen Treppenblick in die Richtung und hier einen Dachblick in die andere Richtung. Das ist übrigens das Dach der Bibliothek. Ich lasse das ja mal auf hier. Genau. Was gibt es noch Neues? Und zwar dieses Gebäude hier oben. Ich habe es hier schon stehen. Zur Pension Heidetal. Ich habe quasi viel gebaut. Und hier kann man auch hochgehen. Hier habe ich auch die Hausnummer dran geschrieben. Hier kommt man von der anderen Seite ran. Und hier wollte ich noch einen kleinen Garten machen. Hier habe ich das Weizenfeld mal wieder aufgebaut und die tun ja auch fleißig Weizen abbauen. Pension Heidetal. Genau. Hier unten habe ich mir vorgestellt, hier kommt einen kleinen Empfangsbereich mit Rezeption rein. Und eventuell wollte ich hier auch noch was anderes hinbauen, mit in den Raum, aber da war ich mir noch nicht sicher und da bin ich mir auch noch nicht sicher, deswegen sage ich es mir noch nicht. Das werdet ihr dann in den Folgen sehen, wenn ich von Schlangenstein wieder zurückgereist bin. Und hier ein schöner Glasbalkon, wenn man hier rausguckt, kann man über das komplette Heidetal gucken. Darum Pension Heidetal. Und dann kann man den Schriftzug sehen und dann eventuelle Gebäude, die ja noch am Hang entstehen. Ich habe da schon gefuchst und gesucht und habe mir dann überlegt, okay, du baust jetzt eine Botschaft in Schlangenstein. Ne? Es wäre doch cool, wenn die dann auch so ein bisschen an den Hang hier kommen, oder? Das hat doch was. Ne? Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch in den Angriff nehmen. Hat man auch einen super Blick hier
auf die Kuppel und auf die Gebäude dann, die da einstehen, finde ich schon cool. So, und hier gibt es dann auch ein Zimmerchen. Nee, das ist nicht ein Zimmerchen. Das ist die Küche. Hier kommt die kleine Küche rein. Denn hier kommt ein Speisesaal rein für die Pension, genau. Und eine Etage oben drüber sind die Zimmer. Und es sind bisher nur zwei. Und zwar einmal dieses hier, die sind nämlich schon eingerichtet. Einmal so ein Karawanenbild, finde ich auch sehr interessant. Eins der neuen Bilder. Übrigens, die Truhe kann man auch öffnen. Kann man die nicht öffnen? Die kann man nicht öffnen. Okay, da muss ich noch mal grübeln. Aha, gut. Das Level-System, das ist auf allen Welten hier. Wir haben ja mehrere Welten. Und ich werde demnächst ein paar rausnehmen. Zum Beispiel die Staffel 7 werde ich rausnehmen, weil ich da eh nicht mehr drauf bin. Weil sich das nicht lohnt, weil wenn ich hier weitermache, brauche ich da die Staffel 7 nicht weitermachen. Ist ja im Endeffekt logisch. Da nimmt die mir quasi den Speicherplatz ein bisschen weg vom Server. Hier sind zwei Sitzgelegenheiten, wo man, ist ja wie gesagt ein Doppelbett, kann man zu zweit buchen, die Zimmer hier. Und hier hat man einen Tisch, noch eine kleine Margarite und man kann sich ein bisschen belesen. Und das andere Zimmer ist so ein bisschen größer eingerichtet. Das ist Familie mit einem Kind. Und das Kind hat hier so eine Träumerburg. Und kann sich hier schlafen legen. Man merkt, ich bin noch auf 1.11.2. Das wird sich bald ändern. Aber die Truhe, die kann man öffnen. Das war wahrscheinlich nur da drüben so wegen dem Fenster. So, hier kann man auch sitzen. In den Blumentopf wusste ich noch nicht, was ich reinmache, aber es wird auf jeden Fall was etwas Bunteres werden. Hier ist noch eine Karte und hier ist ein Doppelbett und da sind die jeweiligen Nachtschränke versteckt. Fand ich eigentlich übelst genial, auch mit den zwei Werkbänken. Das sieht man von außen nämlich nicht wegen dem Dach und das ist ja als schöne Idee, ne? Also Fenster gibt es ja genügend und hier so eine Glasabtrennung, ne? Finde ich irgendwie besser wie Zaun. Hier sind Truhen. Das ist Lager. Da habe ich da schon alles rausgeräumt. Na, guck mal. Das ist eine Redstone-Truhe. Guten Tag, was handeln Sie? Okay, mit dir habe ich noch nicht gehandelt. Mit irgendjemandem hatte ich hier gehandelt, der im Haus war. Aber der kann natürlich. Das habe ich auch schon, das habe ich alles schon wieder ins Lager geräumt, siehst du mal. Das habe ich alles ins Lager geräumt, weil ich wusste, dass ich erstmal woanders eine Baustelle habe. Also bin ich hinten raus. Und da kommen wir nämlich jetzt dazu. Und wenn ich das dann gezeigt habe, dann mache ich nochmal einen kleinen Rundflug. Übrigens habe ich hier ein bisschen das angehoben, das Niveau, und hier, um hier eine Straße zu errichten. Und ich habe auch hier ein Cobblestone-Abtrennung gemacht nach da hinten. Und ihr seht es ja schon. Das ist ein bisschen gewachsen. Schaut mal. Ja, ich habe mich nämlich rangemacht, mal das Speichersilo von Tomcat nachzuempfinden. Und ich bin ehrlich gesagt kläglich gescheitert. Hier habe ich übrigens auch das Niveau ein bisschen angehoben. Vielleicht kommt ihr noch ein kleines Hütchen drauf. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das schön wäre. Und aus welchen Materialien am besten. Ist auch immer wieder eine schöne Idee von der Community zu bekommen. Und zwar ist das Brot und Kartoffeln, was ich euch erzählt habe, was von da hinten kommt, wo die Kartoffelzucht ist. Die Kartoffelzucht ist. Und da mal hier reingehen. Hier habe ich auch noch das ganze Krams. Das habe ich nämlich dann hier hingeräumt, wo ich dann das hier angefangen habe. Und wie ihr seht, hier sind mega viel Trichter drauf gegangen. Und ja, das ist das ganze System hier. Das sind zwei was Verschiedenes. Und
Und ich muss ehrlich sagen, es geht einfacher. Es geht viel einfacher. Ich habe das beim Tomcat gesehen und der hat das nicht unten auseinandergenommen, sondern oben. Das ist natürlich viel cleverer. Warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen? Und laut diesem System hier, da habe ich viel zu viel verbraucht. Ne? Ich habe hier unten zweimal, ich kann ja mal runtergehen. Ich habe hier unten zweimal diese Glocke gebaut vom Tomcat, obwohl ich die nur einmal brauche. Einmal hier. Und einmal hier. Die sieht nur zweimal ein bisschen anders aus, aber sie erfüllt dasselbe Prinzip. Und im Endeffekt kommt das Ganze von hier hin. Und ich das hier sehe, es ist alles leer, das ist gut. Hier ist... Genau. Hier habe ich nämlich das mal reingemacht mit Test. Ne? Tomcat hat mir erzählt, ich soll das nicht einfach nur reinlegen, sondern ich muss das sogar umbenennen, dass das garantiert nicht weiter gesondert wird. Und hier gehen aber immer noch Kartoffeln hoch. Deswegen werde ich das hier abreißen. Und die Säule, werde das als Hauptsäule hochziehen. Und werde dann nach oben hin. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die lese ich gleich. Und werde das dann, was ist jetzt die richtige? Die ist die richtige. Werde das dann dort oben und dort oben werde ich das dann sortieren. Das ist der Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan, ist auch ein Plan. So, meine lieben Freunde, jetzt setze ich mich mal kurz in den Fly-Modus. Slash Fly. Zack. Und jetzt zeige ich euch noch das Dach. So. Das habe ich übrigens nicht im Fly-Modus gebaut, aber ich wollte es einfach mal zeigen, wie das ausschaut. Es schaut so aus, mit so Fensterchen. Und ihr seht, ich habe die Etage hier oben schon reingezogen. Und dort hinten ist ja das Treppenhaus. Da. Da ist das Treppenhaus. Und ja, man weiß, was hier oben dann veranstaltet wird. Hier drüben ist natürlich dasselbe. Und hier unten muss ich noch ein bisschen ausleuchten, muss ich ehrlich sagen. Aber hohe Decken, das war mein Ziel. Ja, meine lieben Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Beziehungsweise nicht bis zur nächsten Folge, sondern wir können ja gleich mal zum Hafen gehen. Wir gehen mal wieder zum Hafen und von dort aus reise ich dann wieder zurück nach Schlangstein. Und dann sehen wir uns dann nächste Folge, ne? So machen wir's. Guck mal, die Treppe habe ich auch noch nicht gebaut. So eine Frechheit. Sehr schön. Genau, das meinte ich von der letzten Folge. Da muss ich noch ein bisschen Erdarbeiten leisten. Liegt das an der Schnee vom Winter? Muss noch viel getan werden. Und ich krieg Nachrichten. Zack. Also, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt das nächste Schiff nehmen und... Ach nee, ich muss nach Grimoria, da muss ich das Luftschiff nehmen. Und von Grimoria kann ich dann mit der Bahn nach Schlangstein fahren. Genau, so machen wir's. Dann sehen wir uns gleich wieder. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.